Yo, herzlich willkommen zurück zu Let's Play FIFA 14 mit dem FC Chelsea London. Das Viertelfinale im Kapitel 1 Cup Challenge. Zwar müssen wir gegen Carlisle United. Und ja, ich würde sagen, wir gehen auch gleich ins Spiel rein. Nach dem Spiel schauen wir natürlich noch die Auslosung an fürs Halbfinale. So, wir spielen zu Hause. Das ist natürlich schon mal ein Vorteil für uns. Das Spiel steht in Blau. Carlisle darf in diesem Grauton ran. Tornos haben wir nur Manchester City gegen Crystal Palace. Ja, die sind auch noch mit dabei. Es sind jetzt schon einige Top-Teams ausgeschieden, aber da schauen wir nach dem Spiel drauf, wer dann im Halbfinale steht. Gut, kurzen Blick auf die Aufstellung. Ihr seht, ich habe wieder komplett umbaut, weil es sind englische Wochen, es sind harte Spiele und deswegen muss ich ja jedes Spiel umbauen. Gut, aber jetzt würde ich sagen, jetzt haben wir genug gelabert. Schick mir die Teams zum Aufwärmen und los geht's. Und damit geht es los. Das Viertelfinale im Kapitel 1 Cup Challenge. Der FC Chelsea London empfängt zu Hause Carlisle United an der Stamford Bridge. Natürlich, die Stamford Bridge wieder restlos ausverkauft an diesem Abend für diese spannenden 90 Minuten. Ja, denn das ist wieder Pokalzeit. Der Pokal hat seine eigenen Regeln. Das heißt, heute kann auch der FC Chelsea London ausscheiden. Sie sind natürlich der Favorit, aber der Pokal macht, was er will. Und wir sind auf jeden Fall gespannt, wer heute weiterkommen kann und wer sie dann fürs Halbfinale qualifiziert. Eins ist klar, Chelsea ist der Favorit, aber Carlisle ist auf jeden Fall nicht umsonst bis ins Viertelfinale gekommen. Und jetzt erstmal die beiden Kapitäne bei der Platzwahl. John Terry natürlich wieder auf Seiten vom FC Chelsea landen mit der Kapitänsbinde. Und hier sehen wir jetzt die Aufstellung, hier ist jetzt schon wieder deutlich verändert im Gegensatz zum letzten Spiel, weil eben viele nicht fit geworden sind. Zum Beispiel Luis Suarez ist gar nicht erst mit angereist. Die Abwehr ist auch ziemlich umgebaut mit Callas und Maxwell auf den Außenposten. Und Samuel Eto'o darf auch mal wieder ran. Ja, so langsam, er baut sich ja wieder auf. Er war ja 2 Monate verletzt. Also er braucht jetzt nur seine Aufbauzeit. Und dann hoffen wir, dass er bald wieder in seine Topform kommt. Gut, hier jetzt die Aufstellung von Carlisle United mit einer absoluten Defensive. Also 5er Abwehr hinter vorne. Defensive 3er Mittelfeldkette und 2 Stürmer. Gut, und dann geht's los. Carlisle hat Anstoß. Und ja, bei einer Niederlage ist der Club raus. Wir werden auf jeden Fall gespannt sein, wer sie hier fürs Halbfinale qualifizieren kann. Natürlich mit der 5er Abwehrkette, es ist natürlich nichts verwunderlich. Also es war klar, dass Carlisle hier wahrscheinlich sehr, sehr, sehr defensiv rangehen wird. Und das machen sie auch. Und ja, wir werden gespannt sein, ob sie das auszahlt. Vielleicht lange ein 0-0 halten, ist wahrscheinlich die Taktik von Carlisle. Und dann in den letzten Minuten das 1-0 erzielen. Aber Chelsea hat da natürlich was dagegen. Und die kommt schon über Hulk. Hulk will vorbei, kommt nicht vorbei an Brown. Jetzt wieder der weite Abschlag, aber das wird wahrscheinlich ein Spiel auf ein Tor werden. Also die meisten Experten haben schon gemeint, das wird nur ein Spiel auf das Tor von Carlisle. Jetzt der Ball zu Eto'o. Eto'o vielleicht mit der Chance. Samuel Eto'o im Strafraum. Will jetzt irgendwo hin. Jetzt die Flanke auf Ramirez. Gute Chance. 1-0 Chelsea. Ilkay Gündogan macht den Abpraller perfekt. 7. Minute. Der Favorit geht in Führung. Das ist natürlich das, was sie wollten. Sie wollten Carlisle erst gar nicht so weit kommen lassen. Schade, die Wiederholung wird weggedrückt. Schöne Flanke war es von Eto'o. Direkt auf den Kopf von Ramirez. Da hat der Torhüter noch glanzvoll pariert. Aber der Nachschuss von Ilkay Gündogan, der war dann drin. Und jetzt, ja, jetzt ist die Taktik von Carlisle schon aufgeflogen, weil sie haben jetzt ein Tor kassiert. Das wollen sie eigentlich nicht. Und jetzt müssen sie schauen, wie sie das wieder wegkompensieren. Jetzt erstmal die nächste Chance über Maxwell. Maxwell nicht zu stoppen. Maxwell immer noch nicht zu stoppen. Aber jetzt weiß er nicht wohin. Jetzt sind ihm die Optionen ausgegangen. Jetzt kommt erstmal Hulk. Hulk zu Eto'o. Eto'o legt zurück zu Ramirez. Ramirez aus der Distanz und fast rein ins Tor. Aber der Keeper gerade noch dran. Es gibt Eckball für Chelsea. Über Hulk. Hulk, der kommt gut. Da ist Terry. Da kommt der Ball und da kommt Dante. Dante! Da macht er sein erstes Tor für Chelsea. Dante in der 12. Minute sein allererstes Tor für den FC Chelsea Land. Der Eckball landet auf Terrys Kopf, der bringt ihn nicht aufs Tor. Dann springt der Ball zu Dante. Und der steht natürlich dann komplett allein und den macht sogar er rein. Den macht auch der Innenverteidiger rein. Vom FC Bayern München damals gekommen. Und jetzt macht Dante hier das 2-0. Und ich glaube jetzt, ja, das ist jetzt wahrscheinlich kein Geheimnis mehr. Es ist Carlisle vor einer unglaublich schweren Aufgabe hier, wenn sie das hier noch drehen. Dann höchsten Respekt, aber das wird natürlich sehr, sehr schwer werden. 2-0 nach nicht mal einer Viertelstunde. Das wird hier noch eine sehr schwere Aufgabe werden für Carlisle United. Jetzt Callas verliert den Ball. Oh, Hulk mit dem harten Einstieg, aber Schütze lässt weiterlaufen. Jetzt vielleicht die Chance für Müller. Müller, Terry dazwischen, ihm zu Callas. Callas zu Hulk, stark gemacht hier von Hulk.
Oh, da sind sofort wieder 2-3 im Rücken, 2-3 Verteidiger. Aber Chelsea behält den Ball über Ramirez. Ramirez schickt da Gündogan durch die Lücke, aber der kommt da leider nicht mehr zum Ball hin. Und Kalisten muss jetzt natürlich auf die Offensive umbauen. Das ist natürlich absolut ungewohnt. Sie sind mit einer Fünferkette, haben sie begonnen, wollten auf Defensive gehen und liegen jetzt 2-0 zurück. Und sie müssen jetzt natürlich schauen, dass sie vielleicht ja, ein paar Tore schießen. Aber es wird natürlich nicht einfach werden. Jetzt Gündogan bahnt sich das wieder an. Oben startet Eto'o. Hoher Ball auf den Stürmer Samuel Eto'o. Kriegt die noch, zieht ihn auch gleich in die Mitte rein. Jetzt fällt die nächste Chance für Chelsea über Eto'o. Schießt dann seinen eigenen Mann an. Gündogan steht leider im Weg. Und dann schießt er den eigenen Mann an. Vielleicht wäre der Schuss gut gekommen, aber auf jeden Fall ist schon abgepfiffen. Weil eben Abseitsentscheidung und damit Freistoß für Carlisle. Den haben sie auch schnell ausgeführt. Jetzt gibt es vielleicht die Chance, aber Dante ist wieder da. Dante und Callas. Oh, aber jetzt Callas mit dem Fehlpass und jetzt könnte es vielleicht echt mal gefährlich werden. Aber Callas wieder zurück. Holt sie den Ball wieder. Jetzt Hulk mit dem Ball zu Gündogan. Starkes Spiel, kommt gerade so an. Jetzt Ramirez, jetzt kann es wieder ganz, ganz schnell gehen bei Chelsea. Jetzt wieder zurück zu Gündogan. Gündogan zieht ihn mit, er hat viel Platz. Gündogan außen schickt der Ramirez mit. Jetzt Ramirez, geht in die Mitte. Ramirez, schöne Position von ihm, Ramirez. Aber direkt auf den Torwart gezogen. Nicht so gut platziert von Ramirez. Aber Chelsea macht hier weiterhin Druck. Sie wollen sich hier auf jeden Fall nicht irgendwie ein Missgeschick erlauben und vielleicht hier ausscheiden. Oh, und Hulk im Abseits. Ja, das war klar. Da steht er, glaube ich, ziemlich deutlich. Jawohl. Ein Schritt mehr, dann wäre er nicht im Abseits gewesen. Da haben sie richtig Glück gehabt. Das wäre natürlich eine hervorragende Chance geworden, aber leider bleibt sie weiter beim 2-0. Und hier ein riskanter Ball. Eto'o kommt da fast dazwischen. Und Carlisle kommt aber Hulk dazwischen. So, Hulk macht das souverän da auf der Außenbahn. Hulk geht jetzt in die Mitte. Hulk nimmt jetzt genug Frank Lampard mit. Frank Lampard am Ball. Frank Lampard. Lampard im Strafraum. Lampard mit dem Schuss und Glanzparade vom Torhüter. Und der Ball bleibt sogar noch drin, aber Gündogan will nachsetzen. Gündogan zu Samuel Eto'o. Eto'o verliert ihn, aber Gündogan nochmal nachsetzen. Mit dem Ball wieder zu Frank Lampard. Lampard zu Gündogan. Aber jetzt stehen natürlich 9 Leute dahin drin. Jetzt wird es natürlich schwer für Chelsea da durchzukommen. Jetzt Gündogan zu Ramirez. Ramirez zu Lampard. Lampard wieder zu Gündogan. Das ist jetzt ein Geduldsspiel. Jetzt ist es ein Geduldsspiel und jetzt zieht Gündogan mal an. Gündogan jetzt im Strafraum. Jetzt kann es gefährlich. Gündogan mit der Flanke wird geblockt. Ja, das war schwer da durchzukommen. Sehr schwer. Jetzt Serval. Schölle geht dazwischen. Von Schölle bis jetzt noch wenig bis nicht zu sehen. Oh, ein Stark hier dazwischen. Jetzt kann es wieder gefährlich werden. Schön aufgelegt. Von Hull kommt er noch hin. Nein, ein Schritt zu spät. Aber es kommt von hinten mal Ramirez. Ramirez aus der Distanz und vorbei am Tor. Chelsea drückt hier aufs 3-0. Starker Schuss, dreht sich aber leider nur weg. Und es bleibt somit weiterhin beim 2-0. Gute halbe Stunde ist schon durch. Die erste Halbzeit neigt sich auch so langsam dem Ende. Und wir sind auf jeden Fall gespannt, wer es der beiden Teams hier vielleicht noch einen Treffer ziehen kann. Für Carlisle wäre es natürlich wichtig, wenn die hier vor der Halbzeit zumindest noch den Anschluss herstellen, aber das wird natürlich eine sehr, sehr schwere Aufgabe werden, weil Chelsea momentan wirklich überlegen ist. Jetzt Schandler gegen Gündogan, hat das Einsteigen von Gündogan, gibt Freistoß für die Gäste. Da könnte vielleicht jetzt ein Tor daraus resultieren. Jetzt ein hoher Ball in den Strafraum, aber stark gemacht. Jetzt vielleicht wieder die Konterchance, da holt sich Gündogan den Ball. Gündogan mit dem direkten Ball zu Ramirez und jetzt kann es wieder kontern. Jetzt kann wieder die Konterchance entstehen. Jetzt Ramirez bringt den Ball nicht mehr rechtzeitig zu Callas, schade. Da hat Ramirez auf den letzten Sekunde gewartet, bis er den Ball spielt, aber der Ball war dann leider schon weg und Callas kämpft hier um den Ball. Callas stark gemacht. Jetzt kommt der Rechtsverteidiger mal mit nach vor. Jetzt Callas aus der Distanz, aber das war ein bisschen zu optimistisch, aus dieser Distanz ein Tor zu erzielen. So, ich habe es fast vorbei. 2 Minuten noch, dann haben wir es geschafft. Momentan sieht es doch ganz gut aus für Chelsea. Jetzt Miller. Miller zu Serval. Aber sofort wieder Chelsea dazwischen. Jetzt Maxwell. Maxwell mit dem Ball zu Lampard. Vorne startet Schölle. Den zieht er natürlich auch. Jetzt André Schölle. Schölle will in die Mitte. Da sind wir 2 Verteidiger dazwischen. Aber Schölle kämpft hier nochmal den Ball. Da kommt die Grätsche und dann holt ihn sich Samuel Eto'o. Jetzt Eto'o mit seiner Chance. Samuel Eto'o. Eto'o in der Mitte. Eto'o mit dem Schuss. Da kommt noch mit Schölle. Nochmal Eto'o. Ja, aber jetzt ist er drin.
Mit ein bisschen Ping-Pong haut es auch hin an. Samuel Eto'o, 45. Minute, das 3:0 für den FC Chelsea London. War natürlich viel Glück dabei, aber mein Gott, das ist so, im Fußball gehört Glück mit dazu. Zuerst Eto'o mit dem Schuss, dann der Schuss von Schulle und dann ist das Tor frei für Samuel Eto'o und er macht das 3:0. Hier sehen wir es mal, Schulle mit dem Schuss. Klasse pariert vom Torhüter, aber da kann er nichts machen. Und damit steht es 3:0 doch noch vor der Halbzeitpause. Das müsste ja die Vorentscheidung gewesen sein, weil das sollte Karl Lissl auf keinen Fall mehr aufholen können in der zweiten Halbzeit. Die erste Halbzeit ist jetzt vorbei. Es steht 3:0 für sehr starke Londoner heute. Gündogan und Dante bereits frühe Torschützen und Samuel Eto'o dann kurz vor der Halbzeitpause zum 3:0. Karl Lissl hat sich nicht schlecht angestellt. Also dieses Ergebnis sagt wirklich momentan aus, dass Karl Lissl untergeht. Aber hier sehen wir nochmal die Tore. Wieder Abstauber, diesmal war es Gündogan, dann hier das Tor von Dante, natürlich Glück, dass er den da bekommt, aber den macht er eiskalt rein. Und dann hier das Tor von, ne, hier ist mal nochmal die Schuss von Frank Lampard, aber gleich sehen wir das Tor von, gleich habe ich gesagt, Callas hier nochmal mit dem Schuss. Und jetzt sehen wir das Tor von Eto'o, zuerst Eto'o mit dem Schuss, dann Lampard mit dem Schuss und dann ist das Tor leer für Samuel Eto'o. Und dann steht es 3:0. Gut, Manchester City führt auch 2:0, das heißt, es wird wahrscheinlich ein richtig spannendes Halbfinale, weil es sind ja noch mit dabei, wer ist denn heißt noch mit dabei, ich glaube, also wir, dann Manchester City, ich glaube Tottenham ist noch mit dabei und nur mit ein starkes Team, ich bin gerade gar nicht sicher, aber das schauen wir uns nach dem Spiel an, die Auslosung. Gut, Fitness schaut nur relativ gut aus, und wir sagen, wir machen auch gleich weiter. Und damit geht's wieder los. Die zweite Halbzeit ist angepfiffen zwischen dem FC Chelsea London und Karl Lissl United und Gündogan hier schon mit dem Fehlpass. So schnell war Schulle da nicht. Und ja, zweite Halbzeit. Karl Lissl legt hier 3:0 zurück an der Stamford Bridge. Also es wird wahrscheinlich auf ein Ausscheiden von den Gästen hier hinauslaufen. Außer sie schaffen vielleicht noch ein Wunder. Es ist ja immer möglich, so ein 3:0 aufzuholen, aber es wird natürlich extrem schwer. Also die meisten denken schon, das Spiel ist gelaufen, aber jetzt mal ein schöner Freistoß in den Strafraum. Jetzt ein bisschen Kuddelmuddel bei Chelsea und jetzt geht es auf einmal schnell wieder. Jetzt Dante zu Hulk. Hulk kriegt ihn hier, zieht in die Mitte und jetzt geht Gündogan. Jetzt Ilkay Gündogan. Gündogan, schade, will den Ball da im Spiel halten, aber der Ball verspringt ihm und geht ins Aus. Und dann der Fehl hier fast vom Verteidiger bei Karl Lissl. Er ist fast Gündogan schon wieder bereit gestanden zur Ballabnahme. Und jetzt die Mitte bei Chelsea ein bisschen offen, der Verteidiger. Aber Terry richtig, richtig gut hier. Hat bis jetzt noch nicht so viel machen müssen, John Terry. Jetzt Schürrle. Schürrle macht sie wieder auf den Weg zum Strafraum, zieht jetzt aber zurück. Und Maximin. Maximin in die Mitte zu Frank Lampard. Lampard hat ja einen guten Schuss gehabt aus der ersten Halbzeit. Lampard zieht da außen. Samuel Eto'o mit direkt am Name. Und der Keeper ist dran. Der Keeper ist dran. Kein Eckball. Die Abwehr hält den Ball im Spiel. Macht jetzt ein bisschen spannend. Oh, da bleibt er liegen bei Karl Lissl. Habe ich gerade gesehen im Augenwinkel. Aber ich glaube, der holt sie wieder. Das Spiel wird zumindest nicht unterbrochen. Und jetzt mal der Ball in die Spitze zu Müller. Müller. Der geht Dante drauf. Schafft es nicht, den Ball abzunehmen. Nächste Chance vielleicht über Müller. Flanke kommt jetzt in den Strafraum. Gefährlich. Anschlusstreffer. Martin, 58. Minute. Karl Lissl zeigt zumindest ein kleines Lebenszeichen. Hier Terry mit der Grätsche erfolglos. Und dann verliert der Ramirez. War es, glaube ich, das Kopfballduell. 3:1. Ja gut, kann man hinnehmen. Karl Lissl wird jetzt aber offensiv, merke ich gerade. Da müssen wir auf jeden Fall dagegen halten. Also wir dürfen jetzt auf jeden Fall nicht den Fehlermann da die Partie abschenken. Jetzt Madin. Gerade das Tor gemacht. Verliert aber erstmal den Ball und bekommt ihn wieder zurück. Bin mir jetzt gerade sicher, was ich jetzt gerade machen soll. Jetzt erstmal die Chance. Wieder für Karl Lissl. Das versucht Chelsea dazwischen zu gehen und schaffen es über Max. Jetzt Hulk. Hulk jetzt mal auf der anderen Seite zu finden, weil auf rechts ist momentan zu wenig für ihn los. Und jetzt die Chance für Eto'o und dann verspringt ihn der Ball. Schade, da wäre fast eine gute Chance drin gewesen für Samuel Eto'o. Und der Verteidiger tanzt hier richtig riskant. Und Gündogan geht dazwischen. Gündogan zieht Eto'o und der Verteidiger dazwischen. Nein, das kann es doch nicht sein. Richtig gute Chance hier. Vereitelt von der Abwehr, aber Ramirez setzt nach. Chelsea macht Druck aufs 4:1. Ramirez kommt nicht durch. Und dann kämpft er doch nur. Also Ramirez, der kämpft, der Junge. Aber er bekommt der einfach den Ball nicht. Jetzt komm schon. Den will ich haben. Den will ich haben. Jawohl, den habe ich. Jetzt Ramirez. Ramirez, ich will zu Hulk. Hulk aus spitzen Winkel. Haut einfach mal drauf. Verteidiger ist dazwischen. Aber Eto'o wieder am Ball. Also Chelsea macht jetzt Druck. Chelsea will den Sack jetzt zumachen über Eto'o.
Der geht am Tor vorbei. So, nächste Wechsel auf Seiten von... wie heißen sie denn? Carlisle United. Nacho Novo kommt für Mille. Und es ist noch, ja, 20 Minuten plus die Nachspielzeit. Und es steht immer noch 3:1. Vielleicht geht ja noch was. Also, es ist schwer zu sagen, ob hier noch was drin ist für Carlisle. Aber jetzt kommt da schon wieder Ramirez. Ramirez mit viel Dampf am Tor vorbei. Eieieiei, jetzt muss man ein bisschen durchwechseln, hätte ich gesagt. Und zwar bringe ich Ake. Oder Ake, keine Ahnung, wie man die ausspricht. Dann Gündogan ist auch schon ziemlich am Ende. Für den bringe ich dann... wir bringen mal als Verus, bringe ich mal für Samuel Eto'o. Und... bin mir nicht so ganz sicher. Ich glaube, Gündogan tue ich raus für Oscar. Oscar, ja, bringe mal Oscar. 20 Minuten und das sollte es eigentlich schon ziemlich sicher durch sein, aber es ist immer noch so eine kleine Chance von der Überraschung. So, Dante darf raus, hat ein Tor gemacht. Gündogan und Eto'o genau raus, dafür kommen Ake, Oscar und Ferus. So, und jetzt die letzten 20 Minuten. Wir können nicht mehr wechseln, das heißt, wenn es hier in die Verlängerung gehen sollte, dann schauen wir ziemlich alt aus, aber ich weiß nicht, das 3:1 sollten wir doch eigentlich über die Spielzeit nur bringen. Wir sollen am besten nur das 4:1 anlegen. Über Schölle, Schölle. Verus läuft da leider nicht mit. Oh, Schölle, hey, das war ein Foulspiel. Ja, kriegen wir doch gerade. Jetzt komm, lauf doch mal ein bisschen. Komm! Ach, führ den doch schnell aus. So, 430 Meter. Ne, direkt nehmen wir den nicht. Jetzt Oscar. Zu Maxwell. Maxwell in der Nähe vom Strafraum. Bringt die Flanke rein. Dann ist Verus und da ist es 4:1. Ne, Hulk was. Hulk, sorry, 73. Minute. Das muss jetzt aber gewesen sein. Hulk mit dem Tor ins Tor, mit dem Ball ins Tor. Maxwell mit der Flanke, geht ganz weit. Und da ist Hulk und dann steht es 4:1 für den FC Chelsea London. Gegen den Lauf vom Torhüter, schauen wir nochmal drauf. Der Torhüter läuft nach hinten und Hulk in die andere Richtung geköpft. Und damit steht es 4:1. Kein Abseits, nee, da in der Mitte hat es aufgehoben. 4:1 für den FC Chelsea London nach Flanke von Maxwell. War Hulk per Kopf da. Und damit soll es das jetzt auf jeden Fall gewesen sein. Also 3 Tore absolut möglich hier für Carlisle in den letzten 15 Minuten. Jetzt merkst du mit dem ungenauen Ball zu Oscar, aber der holt ihn sich zurück. Jetzt Oscar mit der Chance. Oscar, da steht er einem Weg. Ja, klasse geblockt vom Verteidiger in höchster Not. Aber dann gewinnt Chelsea wieder das Kopfball. Und hier kommt Oscar fast wieder zum Ball. Rangelt da ein bisschen, aber... Carlisle bleibt am Ball, aber richtig riskant. Chelsea macht jetzt nochmal richtig Druck hier. Wollen noch das 5. erzielen über Oscar. Oscar in die Mitte zu Ferus, der kommt nicht an der Ball. Aber Chelsea drückt hier auf den Ball bis das. Also das sieht man wirklich nicht oft, dass eine Mannschaft bei einem 4:1 so auf den Ball drückt. Jetzt Ramirez. Ramirez, ab in die Mitte. Ramirez! Guter Schuss, klasse pariert. Chelsea will nochmal Dampf machen. Die wollen hier nochmal ein paar Tore schießen. Natürlich in den letzten Spielen lief es nicht so gut. Also wir haben bis jetzt die letzten 3 Pflichtspiele kein einziges mehr gewonnen. 2 Unentschieden und eine Niederlage. Und heute mit diesem Pflichtsieg wenigstens wieder ein bisschen Aufwind bekommst. So, jetzt kommt erstmal Carlisle nochmal über Chandler. Chandler, Ake dazwischen, macht er stark. Und weiter geht's über Ramirez. Wieder ab in die Offensive. Ramirez stark, jetzt Eto'o. Samuel Eto'o. Ne, Ferus ist es, sorry. Bin gerade ein bisschen abwesend. Jetzt Ferus. Ferus auf dem Flügel zieht an, aber jetzt kommen da 2-3 Verteidiger dazwischen. Spielt zurück zu Callas. Callas mit dem Ballverlust. Jetzt versucht Callisle vielleicht nur das. Na, den Anschluss wiederherzustellen, aber schaffen sie nicht. Jetzt Maxwell. Maxwell vorne startet Schölle, schön gesehen. In der Mitte ist leider nur Ferus und er ist ziemlich klein, aber Schölle geht jetzt in die Mitte. Schölle in der Mitte, Schölle mit dem Schuss wird geblockt. Da kommt noch mit Hulk zum Ball. War das kein Elfmeter? Hulk, das sehr hart gestört beim Schuss. So, Schölle hier auch hart am Mann. Aber Spiel läuft weiter. Jetzt Lampard. Frank Lampard mit dem Ball zu Oscar. Ich glaube, der war nicht so geplant, aber Oscar hat ihn jetzt erstmal. Jetzt Oscar am Ball. Oscar im Strafraum. Oscar mit der Chance. Oscar will ihn in die Mitte legen. Zu Ferus, aber der kommt leider nicht ran. So, Nachspielzeit wird leer angezeigt. Eine Minute bloß, ja gut. Viel ist ja jetzt nicht unbedingt zum Nachspielen. Viel wird sich auch hier nicht mehr drehen. So, Karl ist jetzt, sie wollen es jetzt nur noch über die Zeit bringen, denn sie hätten heute wirklich viel schlimmer untergehen können, als dieses 4:1 nur relativ schmeichelhaft.
Und jetzt ist das Spiel aus. Ja, jetzt ist das Spiel aus. Der FC Chelsea London zieht ins Halbfinale des Kapitel One Cups ein. Herzlichen Glückwunsch. Gündogan, Dante Eto und Huig die Torschützen. Madin zum Ehrentreffer für Carlisle. Zum Schluss muss man sagen, verdient es 4:1 hier für Chelsea. Sie hatten riesen Chancen, das Ding hier noch höher ausfallen zu lassen. Hier nochmal die Tore von Gündogan. Hier das 2:0 von Dante. Natürlich Glück, dass er den da so bekommt. Dann hier nochmal ein guter Schuss von Eto. Ne, das war sogar das 3:0 von Eto. Jetzt muss der Anschlusstreffer gekommen sein von Carlisle. Ja, das sieht Ramirez jetzt im Kopf, weil du ja nicht so gut aus. Dann hier Hulk mit dem Tor per Kopf. Aber da waren noch viel größere Chancen mit dabei, um das Ding hier noch höher zu gestalten. Ich sehe mal schon. Mit diesem 4:1 ist Carlisle wirklich sehr, sehr gut bedient. Also, da sollen sie froh sein, dass nur 4:1 Ausgang ist. So, hier die auf. Guter Torwart hat gut gehalten eigentlich. Hier Ramirez, bester Mann heute. Leider kein Tor erzielt, aber gute Torschancen gehabt. So, City hat auch mit 3:0 gewonnen. So, und dann schauen wir auf die anderen Spiele dann gleich nur. Liverpool ist noch mit dabei und der FC Everton. Tottenham ist nicht mehr mit dabei, da habe ich mich vorhin geirrt. So, jetzt schauen wir auf jeden Fall nochmal auf unseren Briefkasten, denn da haben wir eine Nachricht von André Schülle. Gut, er bedankt sich, dass er so oft spielen darf. Das freut uns natürlich, wenn er zufrieden ist. So, simulieren wir es mal vor. Und wir haben auf jeden Fall ein Angebot als Nationaltrainer für Schottland. Interessiert mich weniger. Geändert das Spieltermin ins Remiaumweg. Das interessiert mich auch nicht. Die 10.000. So. Glückwunsch zum Weiterkommen. Coach, ich hoffe, Sie nehmen es nicht übel, aber ich würde wirklich sehr gerne im Pokal spielen. Ich werde daher alles geben, um Ihnen möglicherweise. Okay, Schwarze will unbedingt spielen im Pokal. Also werden wir mal schauen, wie wir im Halbfinale als Gegner haben. Und weil der will den in seiner letzten Saison unbedingt gewinnen. Der wird ja aufhören nach der Saison. Ist auch schon 40 Jahre alt. So, und wir schauen jetzt mal auf den Pokal. Kapitel One Cup. Oh, Liverpool ist im Elfmeterschießen weiter. Ganz schön knapp gegen Bristol und Norwich weiter gegen Everton. So, und jetzt die Auswahl fürs Halbfinale. Haben wir eine Top-Mannschaft bekommen oder haben wir Norwich bekommen? Was können wir alles kriegen? Wir können Man City bekriegen, wir können Liverpool kriegen und wir können Norwich kriegen. Ja, eigentlich hoffe ich auf Norwich, aber ich hätte auch nichts gegen Man City oder Liverpool. Und wir haben bekommen Man City. Oh, 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 das wird ein hartes Spiel. Das wird ein richtig hartes Spiel werden gegen Manchester City. Sogar mit Hin- und Rückspiel im Halbfinale. Da kommt was auf uns zu. Also Chelsea gegen Manchester City. Freude, Freude. Naja, müssen wir durch. Wie schaut die Tabelle aus? Ja, nicht verändert. Die anderen haben ihre Wiederholung, ihre Nachholspiele auch noch nicht gehabt. Gut, aber ich würde sagen, an der Stelle machen wir erstmal Schluss. Im nächsten Part dann gegen Stoke City. In der Barclays League mal wieder. Dann sage ich danke fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ciao.